Die Frau von Mr. President wird Pferdeflüsterin. Nein, die Rede ist nicht von Melania Trump, sondern von der deutschen Sängerin, die in den 90er Jahren große Musikerfolge hatte. Hier sehen wir sie, und zwar mit der Band Mr. President. Nach der Musik kam für Judith Butmann der Playboy. Jetzt stehen die Pferde im Mittelpunkt. Und was kommt dann? T7 wird in den 90ern als Frontfrau der Band Mr. President weltbekannt. Und die Band hat riesige Erfolge. Mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger und es hagelt Musikpreise. Darunter auch zwei Echos. T7 heißt mit bürgerlichem Namen Judith Butmann und die Künstlerin erfindet sich immer wieder neu. Unter anderem mit sexy Fotos und Playboy. Erst Musik, dann Playboy und jetzt Pferdeflüsterin. Mein heutiges Leben sieht ein bisschen anders aus als das. Das hat aber auch Spaß gemacht. Mittlerweile bin ich als Pferdetrainer unterwegs und helfe Menschen mit ihren Pferden und gucke halt, wenn die zum Beispiel Pferde nicht auf den Hänger gehen oder beißen oder irgendwie nicht so wollen wie der Besitzer, was man da machen kann, und helfe denen dann besser miteinander klarzukommen. Ansonsten trete ich noch auf und moderiere im Radio und gebe Gesangsunterricht. Also ein ganz schöner Wechsel vom Hopster zum Horsemanship Coach. Judith scheint als Pferdeflüsterin glücklich zu sein, doch im Bildinterview hat sie uns geflüstert, dass wir in Zukunft vielleicht noch einiges von ihr sehen könnten. Denn nach 22 Jahren kann sie sich vorstellen, noch einmal für den Playboy in die Kamera zu strahlen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.